Wie ja schon auf meiner Webseite ersichtlich ist, beschäftige ich mich nicht nur mit Röhren und alter Computertechnik, sondern auch mit medizinischen Themen. Dieses Video ist nun das erste, welches die rein technische Welt verlässt und direkt ein kontroverses Thema anschneidet. Wobei anschneiden das richtige Stichwort ist. Wie neuerdings üblich, zuerst eine Triggerwarnung bzw. Contentwarnung. Es geht um das Thema Beschneidung. Alle, die sich mit diesem Thema unwohl fühlen, sollten jetzt stoppen. Dieses Video ist keine soziologische oder historische Abhandlung über das Thema Beschneidung. Dafür gibt es bessere Kanäle auf YouTube. Dies ist eine rein chronologische Vorstellung diverser Instrumente und Techniken aus meiner Sammlung, wie sie aktuell weltweit benutzt werden. Ich habe lange überlegt, die Kommentarfunktion für dieses Video zu deaktivieren, aber dann doch dagegen entschieden. Jeder sinnvolle Kommentar ist erwünscht. Und da eine bestimmte Religion, besonders in Deutschland, immer als erstes bei dem Thema ernannt wird, obwohl die Beschneidung dort nicht erfunden wurde, bringen wir es hinter uns und starten mit dem Judentum. Gezeigt wird ein leider unvollständiges Mohel-Set aus Frankreich. Mohel ist die Bezeichnung für den jüdischen Beschneider. Er ist das Mahagoniholz, also nicht der Beschneider, sondern das Set. Das Set ist intern mit Samt ausgeschlagen. Es fehlt leider der Einsatz. Gefertigt ca. 1880 in Frankreich. Der Begriff Brit Mila bedeutet so viel wie bunter Beschneidung. Die Beschneidung wird gemäß jüdischer Tradition und Gebot, 1. Buch Moses 17,10-14, am 8. Lebenstag vollzogen, sofern der Junge gesund ist. Sonst wird die Zeremonie auf einen späteren Zeitpunkt verschoben oder gar ausgesetzt. Das Set besteht primär aus einem Löffel. Mit diesem Löffel wird dem Baby etwas süßer Wein in die Lippen genetzt. Dadurch wird es abgelenkt durch den süßen Geschmack. Es fehlt leider eine Sonde. Mit dieser Sonde wird die Vorhaut untersucht auf Verklebungen bzw. ob noch Hautirritationen da sind. Das ist wichtig. Anschließend wird mit einem sogenannten Shield die Vorhaut zurückgezogen. Der Sinn dabei ist, dass die Eichel hinter dem Schild geschützt wird vom Messer, dass es keine Verletzung der Eichel kommt, Entschuldigung, weil das ist die größte Gefahr, die Verletzung der Eichel. Durch das Strammziehen wird die Haut geklättet und anschließend mit einem sogenannten Mohel-Messer abgeschnitten. Das wird in einer Bewegung gemacht. Dieses Messer ist, wie gesagt, über 150 Jahre alt und sieht etwas stumpf aus, was es jetzt auch ist, weil es wurde seitdem nie wieder geschärft. Ich hoffe, dass der Fokus das richtig einfängt.
Danach wird eine Wundversorgung gemacht. Dazu gibt es ein Wundpulver, das hier aufbewahrt wird. Neben der jüdischen Beschneidung gibt es natürlich auch die islamische Beschneidung. Aber anders als im Judentum gibt es keinen festen Termin und keinen festen Namen. Da ich keine speziellen islamischen Instrumente in meiner Sammlung habe, muss ein Bild aus der Bildersuche von Google reichen. Dies ist der Inhalt einer Tasche eines türkischen Beschneiders, einem sogenannten Sünneti. Die Ähnlichkeit mit dem jüdischen Nohel ist sehr direkt sichtbar, besonders der Schutz der Eichel mit einem Schild und einer Klemme. Als Namen kommen meistens Sünneti oder Katani in Frage. Jetzt springen wir in die 1930er Jahre in die USA. Dort ist die sogenannte Gomko-Klemme sehr stark vertreten. Sie wurde ungefähr 1935 von Hiram S. Yellen und Aaron Goldstein entwickelt. Der Begriff Gomko ist ein Kunstwort und leitet sich aus den ersten Firmen ab, die diese Klemme gebaut haben, nämlich die Goldstein Medical Company. Bei der Beschneidung wird zuerst über die freigelegte Eichel eine Metallglocke gestülpt. Diese soll zum Schutz der Eichel und als Schnittlinie dienen. Die Vorhaut wird dann wieder über die Glocke gezogen und beides durch die Bodenplatte in der Klemme geführt. Mit einem Arm wird die Glocke retiert und mit Hilfe einer Schraube fest an die Bodenplatte gedrückt. Von der Oberseite wird jetzt die überschüssige Haut abgetrennt. Durch die Metallglocke besteht keine Gefahr einer Verletzung. Gleichzeitig besteht eine Führung des Skalpells, sodass ein gerader Schnitt möglich ist. Im Anschluss wird die Glocke entfernt und die beiden Hauthälften werden vernäht. In den USA ist diese eine häufige angewandte Methode für ältere Kinder und Jugendliche. Das hier ist die Bodenplatte. Und das hier ist die besagte Glocke. Das hier ist Größe. Das hier ist Größe 32. Also 32 mm Durchmesser. Die ist für ältere Jugendliche bzw. Erwachsene. Hier kommt die Eichel rein. Die Vorhaut wird hier drüber gestülpt, hochgezogen. Und dann in der Platte versenkt und die Haut ist jetzt hier eingequetscht. Die Eichel ist hier unten geschützt. Da kann theoretisch und praktisch nichts mehr passieren. Mit dem Halterarm wird dann die Glocke arretiert. Das ist ein bisschen schwierig, das freihändig vor der Kamera zu machen.
Ich muss dazu sagen, das ist kein Original aus den USA, das ist ein pakistanischer Nachbau. Die Originalvariante ist einhändig bedienbar. Dann wird das Ganze arretiert mit einer Schraube. Und dadurch wird die Haut fest angezogen. Eventuelle Blutungen werden gestoppt. Nach der Beschneidung bleibt die Klemme einige Minuten an ihrem Platz bestehen. Anschließend wird die Glocke wieder entfernt und die Haut wird vernäht. Ähnlich funktioniert die sogenannte Winkelmannklemme. Die Herkunft der Winkelmannklemme ist nicht völlig geklärt. Einige Quellen beziehen sich auf einen Arzt Karl Winkelmann von 1863 bis 1925, nachdem diese Klemme benannt werden sollte. Dies ist aber nur eine Vermutung. Bei der Beschneidung, die ähnlich abläuft wie die Gungko-Klemme, gibt es aber ein kleines Problem oder Hindernis, sagen wir es mal so. Die Klemme selbst ist nicht vollständig arretierbar. Das ist die Glocke. Sieht ähnlich aus wie bei der Gomco. Das ist die Bodenplatte. Und zwar, die Glocke hat eine Nut. Ist hier zu sehen. Und diese Nut wird in der Bodenplatte durch eine kleine Schraube durch eine Schraube arretiert. Das Problem ist aber, die Arretierung ist nicht 100%. Man sieht, die Klemme selbst, die Glocke, hat sehr viel Spiel. Was jetzt das Problem hat, dass wenn die Glocke angezogen wird, Zoom verändern, wenn, genau, passiert nämlich genau das, dass die Glocke wackelt und sich verzieht, während sie angezogen wird. Was heißt, dass die Haut unter Umständen etwas schief eingequetscht wird. Also man sieht jetzt, obwohl sie an der Position ist, hat sie noch sehr viel Spiel. Da sie halt hier nur von einer kleinen Schraube gehalten wird, im Gegensatz zur Gonko-Klemme, wo zwei starke Metallarme die Glocke anziehen. Diese Methode ist in Deutschland noch bei türkischen Beschneidern sehr stark gefragt. Jetzt kommen wir zur beliebtesten amerikanischen Beschneidungsmethode, die Plastibel. Entwickelt von der amerikanischen Firma Hollister Corporation, circa 1950. Die Plastibel verfügt über ein anderes Konzept, und zwar: Das größte Problem ist Nachblutungen. Bei der Plastibel wird die Haut nekrotisiert. Die ist ursprünglich gedacht nur für Neugeborene. Die ist ursprünglich gedacht nur für Neugeborene. Kommt Fokus.
Die Glocke wird über die Eichel gestülpt. Die Haut wird oberhalb glatt gezogen. Und dann wird mit Hilfe eines Fadens die Haut abgebunden. Anschließend verknotet. Die Glocke bleibt dann ungefähr 7 bis 10 Tage auf und fällt dann ab, weil die Haut halt durch die Nekrotisierung halt komplett abgestorben ist. Urinieren ist möglich, da die Eichel selbst frei ist und halt ein Loch drin ist zum Urinieren. Die obere Stange hat eine, war außerhalb des Fokuses, Entschuldigung. Urinieren ist möglich, da halt ein Loch im Ring ist. Also die Eichel schaut hier vorne raus. Der hintere Steg wird abgebrochen, es gibt eine Sollbruchstelle. Also bleibt im Prinzip nur das kleine Teil hier vorne bleibt übrig und fällt nach 10 Tagen ab. Die Plastibel war lange Zeit in den USA die erste Wahl bei Säuglingsbeschneidungen, direkt nach der Geburt. Als kleiner Gag am Rande, es gibt drei verschiedene Varianten. Das ist die reguläre Größe mit 1,3 cm. Es gibt eine kleinere Variante mit 1,1 cm und eine größere Variante mit 1,5 cm. Das ist noch eine Originalverpackung. Eine geschlossene Originalverpackung. So, dann geht es mit der Mogenclamp weiter. Die Mogenclamp wurde ca. 1956 bis 1958 von einem New Yorker Rabbi und Mohel Harry Pornstein entwickelt. Sie sollte die Beschneidung standardisieren und Verletzungen an der Eichel verhüten. Der Begriff Mogen ist wohl vom hebräischen Wort Morgan abgeleitet, welches so viel wie Schutzschild oder Beschützer heißt. Der Ablauf ist meist wie folgt: Nach einer Prüfung auf Verklebung und deren Beseitigung wird die Vorhaut stramm nach vorne gezogen und die Mogenclamp mit der Einkerbung zum Penis über die Haut geschoben. Nach dem Schließen der Klemme wird die überstehende Haut auf der anderen Seite mit Hilfe eines Skalpells entfernt. Durch die festsitzende Klemme entsteht sonst keine Gefahr an der Eichel selbst, auch werden alle Blutungen gestoppt. Die Klemme kann nicht weiter geöffnet werden. Das ist die Vorderseite, auf der geschnitten wird. Das ist die Rückseite. Hier liegt die Eichel an. Dann wird die Klemme geschlossen. Und arretiert. Obwohl die Mogen für Neugeborene entwickelt wurde, gibt es zurzeit den fragwürdigen Trend, diese für Erwachsenenbeschneidungen zu benutzen. Also es gibt Firmen, die diese Mogen, die für Babys ausgelegt ist, in Erwachsenengröße produziert. Das Ergebnis ist, sagen wir mal, fraglich. Also optisch ist es nicht wirklich gut. Was der genaue Hintergrund ist, kann ich nicht sagen.
Jetzt habe ich vergessen, den Fokus umzustellen. Entschuldigung. Jetzt verlassen wir. Jetzt gehen wir nach Asien zur Tara Clamp. Jetzt wird es etwas härter, sagen wir es mal so. Die Tara Clamp bleibt ungefähr eine Woche bis 10 Tage am Penis. Sie wurde 1996 in Malaysia entwickelt, mit dem Ziel, dass Beschneidungen unblutig und von medizinischen Laien durchgeführt werden können. Auch wenn auf der Packung groß "For use by medical professionals only" steht. Bei der Beschneidung wird die Vorhaut ähnlich wie bei der Gomco-Klemme über eine Glocke gezogen. Bei der Tara-Clamp ist diese aber aus Kunststoff. Die Glocke wird über einen Klappmechanismus, dieser wird automatisch arretiert, an einem stabilen Ring gezogen, der dann die Vorhaut entsprechend abklemmt. Die Tara-Clamp selbst bleibt ca. 7 bis 10 Tage am Penis, bis die abgestorbene Haut komplett mit der Tara-Clamp abgestoßen wird. Urinieren ist normal möglich, da hierzu eine Öffnung in der Glocke vorgesehen ist. Die Tara-Clamp selbst kann nicht wieder geöffnet werden. Im Notfall müssen die Kunststoffebenen durchtrennt werden. Also das ist die Unterseite, die am Penis arretiert wird. Entschuldigung. Hier wird die Haut durchgezogen. Hier oben habe ich dann die Schnittkante für das Skalpell. Dann wird die Klemme halt arretiert und bleibt dann so die 10 Tage dran. Das heißt, der Junge bzw. Jugendliche muss dann damit rumlaufen. Wie man sieht, das Plastik ist nicht sehr stabil. Das hier ist die Originalverpackung. Fine Art of Male Circumcision. Das Ergebnis ist mau, sagen wir es mal so. Also Fine Art würde ich anders definieren. Dazu gibt es noch ein Partyspiel, nämlich die Anleitung, wie die Klemme anzulegen ist. Und vor allem auch, wie auszumessen ist, wie groß die Klemme sein muss. Mit diesem Messbogen kann ausgemessen werden, wie groß die Klemme sein muss. Wie gesagt, es ist ein beliebtes Partyspiel. Meine Variante ist Größe 28. So, da kommen wir zum schlechtesten Stil, nämlich die Freihandbeschneidung, die eigentlich ein sehr guter Stil ist, sofern der Arzt weiß, was er tut. Allerdings, es gibt es auch für Dritte Weltländer.
mit Instrumenten, die sehr als fragwürdig einzustufen sind. Und der Kommentar Single Use Only schon zu viel ist, weil Single Use ist schon ein Use zu viel. Die Instrumente haben eine relativ schlechte Qualität. Das hier ist die besagte Sonde, die bei meinem Mohel-Set übrigens fehlt. Mit der wird geprüft, ob es Verklebungen der Vorhaut gibt. Die Klemmen sind minderer Qualität. Die Backen schließen nicht richtig und sind schief. Das Einzige, was wirklich scharf aussieht, ist das Skalpell. Das ist aber dann nur einmal scharf beim ersten. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Set, obwohl Single Use Only draufsteht, fürs ganze Dorf benutzt wird. Ist jetzt ein bisschen bös formuliert, aber in der Realität wahrscheinlich die Realität. Das ist übrigens die Schere. Auch etwas fragwürdige Qualität. So, zum Abschluss gibt es noch ein bisschen Humor. Denn Humor ist, wenn man trotzdem lacht, auch beim Thema Beschneidung. Und zwar, ich habe das aus den USA geschenkt bekommen. Das ist ein Werbegeschenk für eine Firma für Feinmechanik. Ursprünglich war es ein Torero. Beim Stierkampf, hier ist der Stier. Und den Stier kann ich mit seinem Horn hier durchstecken. Und der Mohel sagt, it won't be long now. Ich weiß, es ist nicht politisch korrekt, aber es ist ein Scherzartikel und das sollte auch anzusehen. Und ich kann jetzt praktisch mit dem Mohel-Messer durchgehen und nichts passiert. Was natürlich nur eine optische Illusion ist, das Messer wird natürlich außenrum geführt. Was man auch sieht, wenn man genau hinschaut. Man sieht die Schleifspuren auf dem Papier. Das Originalmotiv war, wie gesagt, ein Torero und wurde halt umetikettiert in den Mohel. Wie viel es davon gibt, weiß ich nicht. Es war ein Scherzartikel, ich habe ein Geschenk bekommen und habe so weiter keine technischen Informationen. Es ist halt just for fun. Man darf es nicht so bierernst nehmen. So, und danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen und es ist hoffentlich noch alles da. Bis zum nächsten Mal. Danke.